Also das Projekt umfasst 40 Wohneinheiten, sind zum Teil Wohngemeinschaften, auch für Kinder darunter. Die meisten sind aber doch normale Wohnungen. Wir haben vom städtebaulichen Ansatz her eine Eckbebauung vorliegen, die den Blockrand abschließt und das Haus öffnet sich dann nach innen hin mit den Balkonen. Die zentrale Erschließung des Gebäudes erfolgt über einen Laubengang. Das heißt, alle Bewohner gehen auch an den anderen Wohnungen vorbei. Es herrscht eine große Transparenz und auch, sage ich mal, Bekanntschaft zwischen den Bewohnern, weil die aneinander vorbeigehen. In dem Fall ist der Laubengang aber auch der Balkon. Das heißt, man tritt aus dem Wohnraum heraus und frühstückt zum Beispiel auf dem Balkon, der aber jetzt gleich der Laubengang ist. Damit hat man es natürlich dann insgesamt sehr kommunikationsfördernd. Wir haben hier im Haus sehr offene Wohnungen, sehr transparente Wohnungen. Die Wohnungen sind zum Laubengang hin in der Regel vollkommen verglast und einsehbar. Das fördert die Kommunikation von drinnen nach draußen. Wir kennen die Nachbarn sehr gut. Wir können auch gegenseitig in die Wohnung hineinsehen. Man könnte auch sagen, es gibt hier ein gewisses Maß an sozialer Kontrolle. Die Wohnungen sind beginnend bei 35 Quadratmetern. Das sind die Kleinstwohnungen. Der Durchschnitt hat 50 Quadratmeter. Dann gibt es Maisonetten mit 70 Quadratmeter und zwei Wohnungen mit 100 Quadratmeter. Das man sieht, also von der Gewichtung her sind wir eher in den eng geschnittenen Grundrissen unterwegs. Und es war auch eine Vorgabe des Vereins, billigen Wohnraum zu schaffen. Und billigen Wohnraum schafft man nur mit optimalen Grundrissen. Ein Vorteil der vielen Gemeinschaftsflächen oder Einrichtungen ist sicher der, dass wir in den Wohnungen mehr Platz zur Verfügung haben, weil wir bestimmte Bereiche auslagern. Ein zentrales Element der Gemeinschaftseinrichtungen hier ist die Bibliothek. Das ist eine Bibliothek, die von den Bewohnern bestückt wird. Wenn man weiß, dass es die Bibliothek gibt und man braucht nicht so viel Stauraum, dann kann man die Wohnung auch wieder kleiner machen. Der nächste Faktor ist die Gemeinschaftsküche. Wenn man die Gewissheit hat, es gibt eine Gemeinschaftsküche, wo man mit 10 Leuten hergehen kann oder mit 20 Leuten, dann braucht man zu Hause nur eine kleine Küche machen. Als nächste Gemeinschaftseinrichtung möchte ich die Waschküche ansprechen. Unsere Idee hinter diesem Raumfluss war die, also man kommt her, gibt die Wäsche ab, setzt sich dann hinauf in die Bibliothek, holt sich aus der Küche einen Kaffee und wartet dann in der Bibliothek mit direkter Sichtverbindung auf die Waschmaschine, bis die fertig ist. Das war sozusagen der Kreisel, den wir uns dabei gedacht haben. Insofern sind diese Gemeinschaftsräume sehr offen und transparent, aber geruchsmäßig abgeschlossen, weil niemand will natürlich in der Bibliothek die Küche riechen. Es gibt nicht nur Wohnungen und Gemeinschaftseinrichtungen, sondern auch Homeoffice-Bereiche. Die sind in etwa 150 bis 200 Quadratmeter groß. Und die funktionieren so, dass man in der Wohnung drinnen Bereiche abtrennen kann und als extern zugängliche Homeoffice nutzen kann. Wir haben unser eigenes Büro auch hierher verlegt, nachdem wir von diesem Gebäude hier so überzeugt sind, dass das tollste Gebäude der Welt ist. Also das Interessante an diesem Projekt ist ja, dass es ein Mitbestimmungsprojekt ist mit einer großen Anzahl von zukünftigen Bewohnern, die da mitgeplant haben, die mitgetan haben an dem Entwurf dieses Projektes. Insofern hat man viel mehr Möglichkeiten. Also man kann mit den Bewohnern Wege gehen, die es vorher nicht gegeben hat. Zum Beispiel Experimente im Wohnbau zu wagen, wie wir sie hier haben mit den schrägen Böden. Was mir besonders wichtig ist an dem Haus, ist das besondere Daheimsein, ein besonderes Gefühl, hier anzukommen. Daheim bin ich nicht erst in meiner Wohnung, sondern das Daheimsein beginnt unten am Haustor. Wenn ich den Lift drauf fahre, wenn ich die Nachrichten im Lift lese, wenn ich die Leute in den einzelnen Stockwerken vorbeigehen sehe, wenn mich der Nachbar anspricht, weil er etwas braucht, weil er grüßt. Es ist eine Erweiterung meiner Familie.